Herzlich willkommen, lieber Krebs, hier auf Kleopatra Orakel. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und ich freue mich sehr, dass wir uns gemeinsam die Energie für die Liebe anschauen werden. Ich hoffe, du hast dir das Energy Update angeschaut und ich werde das jetzt hier nicht nochmal wiederholen. Für dich, lieber Krebs, habe ich sehr lustige Bilder erhalten. Also ich habe dich quasi auf den Umlaufbahnen der Planeten gesehen. Du hast dich da verhalten wie in so einem Fahrgeschäft im Europapark oder was? Du warst glücklich, ein Teil des Konzepts zu sein. Du warst glücklich, den Blick von oben zu haben. Du strebst nach der Übersicht dessen, wie das Ganze zusammenhängt. Wobei es ist nicht unbedingt der Drang, alles zu verstehen, so innerlich, sondern zu fühlen. Ja, das entspricht eh so deinem Sternzeichen. Dir geht es einfach nur um das Gefühl dafür, also nicht um wissenschaftliche Nachweise und so weiter, physikalische irgendwas, Berechnungen, sondern eh um das Gefühl zu haben. Wie es ist, um die Sonne zu kreisen. Das Problem ist nur, dass in der Mitte keine Sonne, sondern die Erde war. Es ist mir gerade klar geworden. Lass mich kurz überlegen. Wieso kreist du eigentlich um die Erde? Da kreist der Mond um die Erde. Okay, du sagst, es ist dir egal, auf welche Umlaufbahn du bist. Du willst einfach das Universum sehen und fühlen und mit allen deinen Empfindungen wahrnehmen, ja? Wunderschönes Blick, was du da hast. Okay, sehr schön. Also, was ist denn die herausfordernde Energie? Wahrscheinlich das irdische Leben. Aufstehen, Zähne putzen. Wenn man so weit abhebt, ja, dann hat man da Schwierigkeiten, den Alltag wieder zu finden. Schauen wir mal. Was ist denn die herausfordernde Energie? Ja, das Erdische. Die Königin der Münzen hat sich hier gezeigt, also quasi dem Alltag nachzugehen, zur Arbeit zu gehen, irgendwelche, weiß nicht, Dokumente sortieren, was auch immer, weil du so spirituell unterwegs bist, ja. Das ist etwas, vor was du eigentlich so stark nicht haben wolltest. Also irgendwie hast du dagegen angekämpft in der Vergangenheit, aber es wird dich wie quasi, es könnte ganz plötzlich kommen, wie dich das so mit in die Bahn zieht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Was, also das wird auch einen Rückzug von dir fordern, ja, weil du unbeteiligt an dem irdischen Leben sein wirst. Was ist denn die fördernde Energie? Tick-Tack. Höchste Eisenbahn, okay. Treues Herz, was ist denn da los? Kann sein, dass es bei dir ein Aufwachprozess ist, auch in Bezug auf Liebe. Entscheidungen zu treffen, das irdische Leben zu gestalten, Termine einzuhalten, das könnte gerade sehr, sehr schwierig werden. Da musst du ganz hart, also musst du viel mehr Energie aufwenden, um diesem gerecht zu werden, weil du eigentlich ganz gefühlstechnisch ganz woanders bist, ja? In ganz anderen Sphären. Ja. Siehst du wieder die Königin der Kelche, die sich vorhin schon gezeigt hat? Du bist ganz woanders unterwegs, ja. Ne? Du schaust in die Sterne, du schaust in den Himmel, du bist in deinem Gefühl sehr stark verfangen. Super schön. Also
Das sind ganz tolle Momente, die ich auch sehr, sehr mag. Ja, die Rückkehr auf die Erde ist immer so ein bisschen, oh Gott, ja, aber es ist toll. Tick-Tack. Ja, es ist höchste Eisenbahn scheinbar hier. Ja, also da wirst du eine Chance bekommen, die solltest du diese Woche tatsächlich ergreifen. Also nicht sich dagegen wehren. Ja, bitte. Okay. Kann ja sein, dass du aktuell in eine etwas schwierigen Liebessituation steckst oder gar keine hast. Beides ist möglich. Also das Thema Liebe und jemanden passenden zu finden, kann aktuell eine Schwierigkeit bereiten. Der Hierophant sagt aber hier, ist es wichtig, dass du jetzt gerade diese Reise folgst, damit du verstehst, was Liebe ist. Dass du dieses überirdisches Verständnis für Liebe bekommst. Denn dann wird es die Anstrengung nicht mehr geben. Also falls du das Gefühl hast, da gibt es gar keinen passenden Partner für mich da draußen, es ist einfach unmöglich, da jemanden zu finden, weil an jedem gibt es ja irgendwas auszusetzen, dann liegt es eventuell daran, weil das wahre Verständnis für Liebe noch nicht da ist. Ja, sehr spirituelle Zeit mit sehr viel Lernfaktor, mit sehr vielen Entdeckungen auf der emotionalen Ebene, also sehr vielen Wow-Effekten, ja, solchen beflügelnden Geschichten. Und jetzt aufpassen, also das ist das irdische Leben, was gleichzeitig auch noch geführt werden muss. Es ist nur wichtig, dass das dieses nicht vernichtet, ja, weil du streckst hier den Schwert in Richtung von diesen Gefühlen. Der Alltag wird dich nerven, eindeutig, ja. Ja, und das wird dich immer wieder rausreißen, ja? Deine Aufmerksamkeit fordern. Aufpassen, dass du vage hältst, bitte. Ja, weil es ist nur eine Woche, da passiert gar nichts. Also wenn du das Gefühl hast, wenn du eine, also das ist ja, wenn ich sage, wenn du eine Woche krank bist und deinen Themen nicht nachgehst, dann geht die Welt auch nicht unter, ja? Und nimm dir die Zeit. Also nehme den Alltag nicht wichtiger als das ist, weil das ist super, super wichtig, ja? Ja. Das ist mehr wert als der Alltag. Wieso wird hier der Alltag, oh Gott, Moment. Wieso wird der Alltag hier so störend sein? Ist das nur Empfindung von dir oder ist es wirklich so? Ich sag dir, warum ich die Frage stelle. Wenn ich solche Zeiten habe, dann werde ich nur sehr, sehr wenig gestört. Ja? Weil das wird beschützt. Das will man ja von da oben. Das ist genauso, wenn ich in Urlaub fahre, werde ich nie, also niemand von euch kommt auf die Idee, mich zu kontaktieren in der Zeit. Glaubt mir, es ist so. Ja, ich habe meine Ruhe. Und so ein, zwei Tage, bevor ich zurückkehre, geht das Geschäft wieder los. Ja, und ich finde, dass du diese Phase komplett für dich ausnutzen sollst und das Thema Alltag nicht allzu sehr präsent sein sollte. Okay, gut. Gut, in Ordnung. Also, das heißt, der Alltag ist gar nicht so wirklich präsent, nur das ist eine Ausflucht, sagt man so. Also eine Möglichkeit für dich, vor diesen Erfahrungen hier zu fliehen. Ja? Und du machst sie eigentlich wichtiger, als sie eigentlich sind.
Dafür ist das, was hier passiert, das Rad des Schicksals, was sich für dich dreht. Für ein ganz neues Leben. Also laufe davon nicht weg, indem du dich dem Alltag widmest zu sehr. Okay? Meine Lieben, ich bin sehr, sehr gespannt, wo dein Gegenüber aktuell steckt. So, das werden wir uns mit diesen Karten anschauen. Ja, der ist sehr, sehr heiß auf Kommunikation mit dir. Sehr, sehr heiß, aber ich glaube nicht, dass du hier großartig erreichbar bist aktuell. Also, meine Lieben, mit diesen Karten werde ich mir nochmal eure partnerschaftliche Legung anschauen. Ich werde Zeitkarten ziehen, wenn ich Action sehe. Den Link zu der Fortsetzung findet ihr in der Beschreibung des Videos sowie im ersten Kommentar von mir angepinnt. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns gleich drüben sehen. Und falls nicht, tue das Richtige und schaue, wann du vor den neuen Erfahrungen wegläufst und wann dein Engagement im Alltag tatsächlich wichtig ist. Okay? Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Tschüssi!